Nun hast du unterwegs in Bayern große, große Comeback-Tour. Groß, groß, groß. Autogrammstunde im Kaufhaus. Voll besucht. Ich Autogramme gegeben, bis mir die Finger bluten noch. Bis mir die Finger bluten wie ein geschlechtsreifes Eichhörnchen an den Tagen noch. Wann haben Eichhörnchen, Männchen hier rote Bärte? Wisst ihr schon, Kinder doch. Wisst ihr schon. Na, ihr Mäuse, ne? Dankeschön. Danke. Auf dem Land bedanken die sich noch, wenn du sie Mäuschen nennst. So, ne? In der Stadt kriegst du einen in die Fresse doch. So, zwei Würste doch. Sollen wir nicht beklagen doch. Heute gibt es zwei Würste hier doch. Zwei dicke Fleischwürste doch. Zwei dicke Fleischwürste gibt es heute. Zum Müller. Was ist mit dir los? Kannst du lesen, was da steht doch? Guck mal. Ja, wo war ich stehen geblieben? Hier, Mittag. Hab ich heute Mittag gemacht. Jungs, bist du schon mal Wurstherr gefahren? Oh, zu spät. Da ist sie schon. Und da ist sie. Fleischwurst. Na, Oma, auch ein bisschen. Hm? Fleischwurst, knackige Fleischwurst. Na? Autogramm? Willst du Autogramm haben? Ja? Waren wir mit Frau Philippen? Wir waren mit Frau Philippen? Falls du Scheiße reden, falls du wieder gut machen. Es ist sie. Ja. Sie haben mehr Hunger. Mittag jetzt schon. Mittag. Warte mal die Scheiße aus, so. Klingt ja furchtbar. So, danke. Ich bin ja zum Kotzen, diese neue Popmusik, die ihr da hört. So. Das ist fürchterlich. Haben wir schon Bob Dylan gehört? Nee, ne? Arschlöcher. Bei einer guten Wurst, dann muss ich an Muschis denken. Ja, das ist nun mal einfach eine Wahrheit. Und dann gehen wir bei Johanna, gehen wir das auch schon wieder so. Ja, nochmal danke für die Einladung. Komm immer wieder gern. Bei Groupies ist das so, da gibt es zwei Möglichkeiten, zwei verschiedene Groupies an. Es gibt den Panther-Groupie, der beißt sich an dir fest wie so eine läufige Hündin, bis du nicht mehr wegkommst. Und dann gibt es hier die Eidechsen-Groupie. Die legen sich so lange in die Sonne und warten, bis du sie anpiekst. Und die Johanna, das ist eine Eidechse. Das ist eine Eidechsen-Groupie. Die wartet, bis ich komme und pieks machen wir. Hallo. Johanna, hast du noch mal einen Stift? Ein Stift, ja. Gut, danke du. Hier, Hotel Hohenwogen, Furt im Wald, Zimmer 332. Kannst du einfach durchklingen heute Abend, wenn du möchtest. Ist ja. Mini war dabei und so, ne? Ja. Ruf einfach, brauchst gar nicht anrufen, kommst einfach. Ab 8 bin ich da. Ist oder warte mal, ab 10. 10 sowas. Ist ja. Kommst einfach vorbei, Johanna, ich freue mich. Danke dir doch. Ich hab das hier an den Nasenflügeln, wenn einer auf mich steht. So. Das rieche ich 50 Meter gegen Wind. Wenn eine feine Dame auf mich steht, dann sondert die so ein Sekretakt. Und das nehme ich wahr, egal welche Witterung gerade herrscht. Der Raum da im Kaufhaus, der war dazu voll gepumpt so, mit Johanna da. Und noch ein neuer Gewehr. Und sie luden mich zu sich ein. Und jetzt darf ich im Kaufhaus sein. In dieser wunderschönen Stadt hier in Cannes. Johanna, hallo, grüß dich. Johanna ist eine fesche Superverkäuferin. Sie arbeitet auch in Cannes. Heute Abend kommt sie zu mir ins Hotel und dann legen wir richtig los mit der Johanna. Das ist die beste Verkäuferin hier in Cannes. Johanna ist mit dabei und ich lade sie zu mir ein in mein Hotel heute Abend. Ja, da machen wir eine Sause. Gut, ich habe schon erklärt, die Johanna, die ist ein bisschen wie so eine Eidechse, die wartet halt so, bis man sie anpiekt. Und dann springt die auch an auf mich. Das ist jetzt bis jetzt noch nicht so ganz aufgegangen, deswegen ist meine neue Strategie, wenn die eine Eidechse nicht will, dann gehst du zu einer anderen Eidechse und zeigst der Eidechse, dass es noch andere Eidechsen gibt und ist sie eifersüchtig. Alte Eifersuchtsnummer, die zieht immer. Na du, muss gar kein Autogramm haben wollen, ne? So? Ich? Ja. Na bestimmt nicht. Willst du von mir gar kein Autogramm haben? Ja. Soll ich dir was singen? Schönes Liedchen. Ja. Kennt ihr auch gar nicht. And now, na, danke. The end is near, and so I face na, the final curtain. Also, tschüss. My friend,
I say it clear. La 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 la, of which I'm certain. I did what I had to do. I made it up and did it my way. And much, much more to say, I did it my way. Yes, there were times when I had more than I could chew. Hell, after all, I spit it out. Und so weiter, ne? Was hin? Danke dir, doch. Ich sag mal, 6 Jahre habe ich keinen Schlüpper aufgebissen, nicht kopuliert, keine nackte Frau gesehen, dann kam ich in die Schule doch. Ich weiß das. Wenn du heute Abend klopfst hier an der Tür, dann ist das die Johanna. Da bin ich mir nach geradezu sicher doch. Macht das gut. Euer Knut. Schieß mich tot doch. Bevor ihr gleich anfangt zu kommentieren, guckt euch vorher nochmal das da an. Das ist nämlich auch sehr schön. Das ist was völlig anderes, aber auch echt gut. Und das ist Abonnement. Da schicken wir euch dann kostenpflichtig die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung jeden Mittwoch zu.